Hallo liebe Kinder zu Hause vor den Bildschirmen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Anne. Und ich bin Tobi. Und wir freuen uns, jetzt mit euch zusammen den Online-Kindergottesdienst zu feiern. Wir hoffen, es geht euch zu Hause gut. Ihr seid gesund und munter und ihr habt noch ein bisschen Spaß, mit euren Eltern oder Geschwistern zu Hause zu spielen. Und vor allem hoffen wir, dass euch die Schulaufgaben nicht so dolle nerven. Geht es euch auch so, dass ihr eigentlich mal wieder zum Friseur müsstet? Oh ja. Irgendwie, bei mir ist das so, oha, jetzt ist alles kaputt, aber da gibt's nichts mehr zu retten. Tja, aber weißt du, vielleicht kommen wir jetzt mal von deiner nicht so gut liegenden Frisur zum Kindergottesdienst, oder? Okay. Wisst ihr, wir haben heute ein Motto. Unser Motto ist, alle guten Dinge sind... Drei. Genau. Denn auf euch wartet die dritte Folge des Online-Kindergottesdienstes, die erste, zweite und dritte Strophe unseres Begrüßungsliedes und eins, zwei, drei Mitmachaktionen für euch zu Hause, für eure Eltern und für euch. Das heißt, es sind drei Sachen und von jeder Sache das dritte Mal, also dreimal? Drei, genau. Tja, und dazu gibt's noch wieder eine Geschichte von und mit Jesus und wir werden natürlich auch wieder miteinander beten. Okay, seid ihr bereit dafür? Dann denke ich, geht es jetzt los! Ich lade euch jetzt ein, mit mir gemeinsam zu beten. Lasst uns den neuen Tag begrüßen. Mit Händen, mit Mund und mit Füßen. Mein lieber Gott, geh du mit mir auf allen meinen Wegen. Für diesen Morgen danke ich dir, gib du mir deinen Segen. Amen. Letzte Woche haben wir ja gehört, dass Jesus wie ein richtiger Star verehrt wurde. Ihm sind die Leute scharenweise hinterhergelaufen.
Und warum? Weil er für die Menschen da war, weil er ihnen geholfen hat. Genau, und das hat bewirkt, dass die Menschen richtig fest an das geglaubt haben, was Jesus erzählt hat. Nämlich, dass Gott alle Menschen liebt und dass jeder zu ihm kommen kann und dass er den Menschen hilft. Und da war ein Mann, da hat er wirklich richtig fest daran geglaubt. Mhm. Und das war ziemlich besonders, weil dieser Mann war römischer Soldat. Und der hatte mit Jesus und seinem Volk und dem jüdischen Glauben überhaupt nichts zu tun. Der kannte sich damit überhaupt nicht aus. Aber bevor wir jetzt lang um den heißen Brei herumreden, würde ich einfach sagen, hört euch die Geschichte selbst an. Also, Film ab! Es ist ruhig in den Straßen des kleinen Ortes Kapernaum. Es herrscht ganz normaler Alltag in dem Fischerdorf. Die Menschen gehen ihrem Tagwerk nach. Ein paar Männer sitzen vor einem Haus. Sie flicken ihre Fischernetze und unterhalten sich über Alltägliches. In der letzten Nacht waren sie draußen, auf dem See, aber viel gefangen hatten sie nicht. Ein Esel zieht einen schweren Karren vorbei. Er ist beladen mit Tonkrügen. Diese sollen am Brunnen gefüllt werden. Männer und Frauen laufen durch die Straßen. Sie bleiben kurz stehen und unterhalten sich. Da sehen sie einen Fremden die Straße Richtung Ort entlang laufen. Hinter ihm kommen noch andere. So viele Menschen auf einmal hier in diesem kleinen Ort? Die Leute im Ort schauen überrascht. Dann flüstern sie aufgeregt: Ist das nicht dieser Wanderprediger? Wie war sein Name? Jesus von Nazareth. Ja, das muss er sein. Von dem alle sagen, dass er von Gott erzählt, wie kein anderer. Und dass er Heilkräfte besitzt. Schaut doch mal, da! Es stimmt, was die Leute vermuten. Es ist Jesus. Er ist unterwegs mit seinen Jüngern. Jesus läuft in den Ort hinein und bleibt bei den staunenden Menschen stehen. Einige treten sogar aus ihren Türen heraus. Die Menschen staunen nicht schlecht. Da kommt noch ein Mann. Er trägt einen Helm und eine Rüstung. Er läuft schnell auf Jesus zu. Das ist doch der Chef von den römischen Soldaten. Was will er von Jesus? Die Leute flüstern weiter. Da erreicht der Hauptmann die Menschenmenge und Jesus. Der Hauptmann richtet sich an Jesus und beginnt zu sprechen. Herr, bitte hilf. Mein Knecht liegt zu Hause. Er ist krank und leidet große Qualen. Jesus antwortet: Ich will kommen und ihn gesund machen. Aber der Hauptmann wehrt ab: Herr, ich bin es nicht wert, dass du zu mir kommst, aber ich weiß, du hast die Kraft. Ich bin ein Hauptmann. Ich erteile Befehle für viele Soldaten. Wenn ich zu einem sage, geh hin, dann geht er. Und zu einem anderen, komm her, dann kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Du hast aber so viel mehr Macht als ich. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Musik
Jesus ist erstaunt über den Glauben des Hauptmannes. Er sagt zu ihm: Geh nach Hause, es ist so geschehen, wie du glaubst. Es ist alles gut, dein Knecht ist gesund. Die Menschen staunen über das, was sie sehen und hören. Sie freuen sich mit dem Hauptmann und jubeln Jesus zu. Wisst ihr, ich glaube, der Hauptmann, der hat in seinem Leben schon richtig viel geschafft. Er hat schon richtig viel gemeistert. Aber die Situation mit seinem Knecht, das hat er nicht alleine geschafft. Da brauchte er Hilfe. Das kennen wir alle, ihr sicherlich auch. Jeder von uns hat schon mal Hilfe gebraucht. Und manchmal ist es sogar richtig peinlich, um Hilfe zu fragen. Aber dann hilft es, wenn wir eine Person kennen, der wir richtig fest vertrauen und die uns dann helfen kann. Und so eine Person war Jesus für den Hauptmann. Obwohl der Hauptmann vielleicht noch nie Jesus vorher gesehen hatte und mit ihm vielleicht gar nichts zu tun hatte vorher. Und trotzdem hat er darauf vertraut, dass Jesus ihm hilft. Er ist einfach zu ihm gegangen und hat nachgefragt. Nein, er hat gar nicht nur nachgefragt, er hat sogar gesagt: Jesus, ich glaube daran. Ich glaube, dass du mir hilfst und dass du das kannst. Und so war es auch. Jesus hat dem Hauptmann geholfen, indem er seinen Knecht gesund gemacht hat. Und Jesus, der war sogar richtig beeindruckt von diesem festen Vertrauen und diesem festen Glauben, den der Hauptmann ihm gegenüber hatte. So ein Vertrauen wünsche ich uns allen auch. Auch so ein Mut, wenn wir Hilfe brauchen, nach der Hilfe zu fragen. Egal, ob das an unsere Mitmenschen ist, Mama, Papa, Freunde oder der für euch gerade der Richtige ist, oder ob es direkt bei Jesus ist, nachzufragen, wenn man Hilfe braucht. Genau. Tja, und ich denke, es ist jetzt, nachdem wir so viel geredet haben, Zeit, dass ihr mal ein bisschen aktiv werdet. Und heute ist es gar keine große Bastelaktion, die ich für euch vorbereitet habe, sondern eine recht ruhige und entspannte Malaktion. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, da könnt ihr nämlich über das, was ihr gehört und gesehen habt, noch mal ein bisschen nachdenken. Heute könnt ihr nämlich ein Bild malen von Jesus, wie er dem Hauptmann begegnet. Und das ist nicht nur ein langweiliges Ausmalbild, sondern es ist ein Bild, das ist nach dem Motto Malen nach Zahlen gestaltet. Und das könnt ihr natürlich jetzt hier nicht im Video machen, sondern dafür braucht ihr diese Bilddatei und die könnt ihr euch runterladen. Die Internetseite, die werdet ihr gleich sehen. Und dafür braucht ihr gar nichts weiter als Stifte und einen Drucker. Und natürlich ein Blatt Papier. Genau, und ich denke, ihr könnt euch jetzt Zeit nehmen, das Bild zu malen. Oder wenn ihr sagt, ach, gerade doch nicht, dann könnt ihr euch ja trotzdem die Datei speichern und vielleicht in den nächsten Tagen einfach das Bild malen. Viel Spaß dabei! Wir hoffen, ihr hattet jetzt eine entspannte Zeit beim Malen und habt jetzt ein tolles Erinnerungsbild an die Geschichte von Jesus und dem Hauptmann vor euch liegen. Tja, und jetzt wollen wir direkt weiter zu unserer zweiten Mitmachaktion gehen. Und dafür benötigt ihr jetzt eure Eltern und Geschwister und ein bisschen Platz im Raum. Denn jetzt könnt ihr euch bewegen. Genau. Vielleicht erinnert ihr euch daran, wie der Hauptmann zu Jesus gesagt hat: Ich erteile auch Befehle. Und so wie der Hauptmann könnt ihr jetzt auch Befehle erteilen. Das Spiel funktioniert nämlich so. Ihr sucht euch einen raus, der ist der Hauptmann. Und der sagt dann, der Hauptmann sagt, kratzt euch am Kopf. Zum Beispiel. Oder der Hauptmann sagt, klatscht dreimal in die Hände. Denkt euch selber witzige Befehle aus. Ich denke, ihr seid da sehr kreativ. Aber Achtung, wenn ihr vergesst zu sagen, der Hauptmann sagt, dann müssen die anderen das nicht machen. Ihr könnt sie auch testen
und schauen, ob sie das merken. Wenn ich jetzt einfach nur sage, pobel dir in der Nase, macht das die Anne gerade nicht, weil ich vergessen habe, der Hauptmann sagt. Aber wenn ich sage, der Hauptmann sagt, kratz dir die Nase, dann muss sie das ausführen. So funktioniert das Spiel. Ihr könnt euch das natürlich auch später in den Folien noch nachlesen. Und wenn ihr direkt jetzt Lust habt zu spielen, dann macht jetzt einfach kurz Pause vom Video und spielt eine Runde. Und wenn ihr nicht jetzt spielen wollt, dann lasst das Video weiterlaufen und spielt einfach später ein bisschen miteinander. Der Hauptmann sagt, es geht weiter. Los geht's! So, habt ihr das Spiel schon gespielt? Wenn ja, dann hoffen wir, ihr hattet viel Spaß dabei. Jeder konnte mal der Hauptmann sein und Befehle erteilen und die anderen Befehle bekommen. Genau. Und weil du gerade Hauptmann sagst, fällt mir noch was Wichtiges ein. Der Hauptmann, der hatte ja, nachdem ihm Jesus gesagt hat, dein Knecht ist gesund, allen Grund zum Jubeln. Und weißt du, es gibt ein Wort, was wir in der Kirche und in Gottesdiensten ganz oft singen und sprechen, wenn wir Jubel und Dankbarkeit gegenüber Gott ausdrücken. Das ist das Wort Halleluja. Und ich schlage vor, wir stimmen jetzt mal miteinander ein in den Jubel und den Dank, den der Hauptmann Gott entgegengebracht hat, indem wir miteinander singen Halleluja mit Händen und Füßen. Also, lass uns singen! Der Hauptmann hat mit Jesus geredet und ihn um Hilfe gebeten. Wenn wir Hilfe brauchen, können wir uns an Gott wenden und zu ihm beten. Dazu laden wir euch jetzt ein. Das ist auch gleichzeitig unsere dritte Mitmachaktion für diesen Kindergottesdienst. Denn wir laden euch ein, miteinander das Popcorn-Gebet zu beten.
So wie Popcorn in der heißen Pfanne herumspringt, so könnt ihr jetzt miteinander beten. Und zwar könnt ihr euch im Kreis miteinander setzen und dann beginnt einer, springt auf und sagt das, was er Gott erzählen möchte. Und dann setzt er sich wieder hin. Und dann springt der nächste auf und sagt das, was er Gott gerne sagen möchte. Und so weiter und so fort. Wenn jemand nichts beten will oder nicht laut beten will, ist es natürlich auch vollkommen in Ordnung. Dafür bitten wir euch, drückt jetzt einfach mal kurz die Pause-Taste beim Video. Nehmt euch Zeit als Familie für euer Popcorn-Gebet. Und wenn ihr fertig seid, schaltet das Video einfach wieder an. Zum Abschluss des Popcorn-Gebets laden wir euch ein, mit uns gemeinsam das Vaterunser zu beten. Und das wollen wir auch diese Woche wieder mit Bewegungen machen. Also lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bevor unser Kindergottesdienst jetzt gleich zu Ende geht, möchte ich uns allen noch Gottes Segen zusprechen. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen und die Bewegungen mitzumachen. Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du, lieber Gott, bei mir. Wenn ich dich auch niemals sehe, weiß ich dennoch, du bist hier. Amen. So ihr Lieben, zu Hause vor dem Bildschirm, unser Online-Kindergottesdienst ist jetzt gleich vorbei. Und wir hoffen, ihr hattet richtig viel Spaß bei Folge 3. Nächste Woche sind Ferien und wir dürfen auch Urlaub machen. Das heißt, nächste Woche wird kein Kindergottesdienst kommen, aber die Woche drauf wieder nach den Ferien kommt der 4. Online-Kindergottesdienst mit uns beiden. Für die Ferien wünschen wir euch ganz viel Spaß, bleibt gesund und genießt den Schnee, solange er liegt. Bleibt gesund und behütet und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.